Grüezi wohl. Grüezi miteinander. Eieiei, eine Stunde zu spät, weil ich kein Internet mehr hatte. Geil. Aber da bin ich. Da bin ich. Und grüezi wohl Massi, grüezi wohl Techie. Und grüezi wohl Streamlabs. Ich hoffe, es geht euch gut. Jetzt können wir gerade mal den Test machen, wie auch ein Stream ist, wenn er ein bisschen später läuft bei uns. Mal schauen, vielleicht finde ich ja das die Leute cool. Und nicht sicher grüezi wohl. Ja, ich weiss, es ist gerade E-Mail-Chat aktiv. Merci. Ich weiss nicht, wer es war. Ich sehe es nicht mehr. Sehe es nicht mehr. Aquarius, grüezi übrigens natürlich. Und merci für den E-Mail-Chat. Ah, ist wieder reaktiviert. Ist wieder reaktiviert. Wunderbar. Chat, wie geht's euch? Habt ihr es gut? Habt ihr Internet gehabt heute? Und wir machen ein bisschen Satisfactory weiter. Ich habe mir noch zuerst überlegt, ein anderes Spiel zu spielen, aber vielleicht kommt das später mal schauen. Es ist schon ein neues Monkey Island rausgekommen. Das wäre natürlich auch sehr interessant. He? Aber mal gucken. Zuerst geht es jetzt noch ein bisschen Satisfactory. Und übrigens, ich bin der Troy. Ich streame auf meinem privaten Channel jeden Samstag. Ab 19 Uhr am Samstag findet ihr mich dort. Genau. Genau. That's it. Und heute sieht man mich auch noch einmal. Aber ich darf keine Werbung machen, nicht auf diesem Channel. Ja, aber irgendwann bin ich heute auch noch zu sehen in einer digitalen Variante. Das wollen wir nicht wissen, dass du privat... Aha, ja, sorry. Okay, I'm so sorry, Chat. Ich sag das nie mehr. Du darfst keine Werbung machen. Ja, nicht für meinen Channel natürlich. Also, für meinen Channel darf ich Werbung machen, aber es geht um einen anderen Channel darum. Das wäre natürlich ein bisschen... Ja. Aber die ein bisschen dabei sind, die wissen, um was es geht. Und ja, wird interessant. Stichwort Wrestling. Stichwort Wrestling, so viel sage ich dazu. So, habe ich noch vergessen? Musik habe ich drin. Ein bisschen Synthwave. Und ich würde sagen, wir gehen mal über in Satisfactory. So, wenn ich es finde. Das ist mein Knöpfchen. Ja. Hä? Nein, die Musik kommt nicht aus dem Ding raus. Das ist meine Musik, die ich hier gerade abspiele. Ich muss schnell schauen, ob ich hier noch Game Sound habe. Alles gut, alles gut. Das freut mich doch. Höre ich da etwas? Ja, ein bisschen. Es lärmt natürlich schon wieder wegen unseren Maschinen, oder? Da ist nicht mehr so schön still und so, oder? Das ist einfach ein verdammter Mais. Die Frage ist, was machen wir? Was machen wir heute? Und ich habe mir überlegt, ich glaube, wir müssen Richtung Kohleenergie gehen. Techie, siehst du das auch so? Kohleenergie? Wir schauen aber zuerst mal, wir müssen sicher noch ein Upgrade machen. Das ist ein Upgrade, das ich einfach überspringe. He? Die Sprungfläche tue ich überspringen. da, das wäre das Kohlegenerator. Dann müssen wir Kohle suchen, dann müssen wir Wasser suchen. Und dann haben wir ein Stromproblem weniger und der Stream ist dann wahrscheinlich auch schon wieder vorbei dann für heute. Wenn wir es überhaupt bis dahin schaffen. Es ist ein längeres Projekt tatsächlich. Wir könnten aber auch sagen, da verwirrt mich immer noch. Was ist das für ein Ding? Kann ich da rumfahren mit dem? Oder ist das der, den ich meine? Gibt es einen kleinen und einen grossen? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Es ist schon zu lang her. Jetzt fragst du nach meinem Plan. Da kannst du ja gerade neu anfangen. Neu Quatsch. Kohlenstrom ist in meinen Augen das Richtige als nächster Schritt. Das ist der Leitfrog. Und ich. Ja, es gibt, ich meine den grösser, aber mit dem kann ich auch umfahren. Aber ich weiß nicht, bringt mir der grosse etwas, wenn ich jetzt hier in die Welt rausfahre? Wenn ich jetzt hier die Welt entdecken will, zerstören, ich weiß nicht, ob man so einen Schlepper, ich glaube, das ist eben ein Zeichen. Also ich habe so eine Erinnerung, dass das eben nicht so geil ist.
Wir schauen schnell, Gießerei ist wahrscheinlich noch etwas zu früh und alles das ist wahrscheinlich auch noch etwas früh, aber ich gehe es schnell durch, weil vielleicht habe ich auch gut. Verbesserter Nahkampf. Wenn wir in die Welt rausgehen. Und da brauchen wir 50 Verstärkte. Oh, shit. Und da sind wir wahrscheinlich auch schon wieder eine Stunde dran oder so, zum, wenn ich jetzt hier würde Wellen machen. Kannst du mehr Material mitnehmen? Also wäre es eben schon noch easy. Es wäre schon noch easy. Hast du absolut recht. Schnell Hypertubes, die kommen noch. Die kommen noch, lieber Chat. He? Das passiert noch. Da haben wir dann noch einmal die stapelbaren Pipelines. Pipelines ist natürlich auch schon ein Thema. Also, da würde ich sagen. Und da brauchen wir. Oh mein Gott. Oh, da brauchen wir auch viel. 150 verstärkte Platten, 50 Rotoren, die müssen wir wieder mit unserer temporären Lösung herstellen. Die müssen wir von Hand machen, oder? Oder machen wir? Nein, die machen wir noch nicht automatisiert. Kabel ist easy. Geil, es wird immer besser. 100, also ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch einmal mit dem Projekt können anfangen hätte. Aber wir müssen in die Richtung. Es geht auch gut ohne. Ich glaube, damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden, machen wir das jetzt nicht voran. Wir gehen direkt Richtung. Wir wollen Kohlegenerator, Wasserextraktor, Pipelines und alles, was dazugehört. Wir können nach Kohle scannen. Wir nennen den Meilenstein. Und für das brauchen wir Material. Huh. Oh, wait, was ist denn Phase? Aha, Phase 2 ist Weltraumlift. Okay, got it. Das heisst, wir müssen unten schauen. Also oben rechts die untere Reihe. 150 Verstärkte. Mal schnell schauen, was wir denn hier schon haben. So, pack mal das Ding weg da. Also, ich habe gerade die Steuerung überhaupt nicht im Griff. E muss ich drücken, nicht F. Also, schnell gucken. Wegpacken. Ich bin extrem verwirrt gerade. Ich habe es überhaupt nicht im Griff. Wieso habe ich... Ah, ich habe nichts anderes ausgerüstet. Okay. So, gut. Verstärkte Eisenplatte haben wir aktuell noch. Für das brauchen wir Schrübeli und Platte. Easy. Okay, das haben wir produziert, das haben wir automatisiert. Eigentlich finde ich so Games schon cool, aber mit Familie kann ich solche Games nicht mehr. Es ist keine Zeit mehr. Ja, mit, ja, okay. Das ist wahrscheinlich so, Massi, ja. Es braucht extrem viel Zeit. Also es ist wie jetzt da, eben, man will etwas machen, aber man weiß noch nicht, ob zwei Stunden länger dafür, oder? Und das ist genau so ein Spiel. Da bist du nachher, da bist etwas am Machen und dann schaust du auf die Uhr und denkst, wow, okay, ich muss schlafen. Nein, jetzt muss ich natürlich noch nicht schlafen, aber es verfliegt sehr viel Zeit in diesem Spiel, das ist so. Darum Gaming Bank ist sogenannte No-Brainer. Mache ich aber auch gerne, Massi. Mache ich auch gerne. Und was ich auch gerne mache, sind, ja, was ich häufig streame, sind Story-Games. Natürlich, wenn eine sehr gute Story um ist, dann reisst es mich am Examen, dann vergesse ich auch die Zeit. Aber bei Stories, meistens ist irgendwann mal so eine Pause. Es ist wie, keine Ahnung, zumindest irgendein Akt vorbei. Das ist jetzt komisch dann. So ein Story-Akt. Und dann kann man sagen, okay, jetzt tun wir hier pausieren und dann schaut man auch schnell auf die Uhr und sagt, okay, ich glaube, ich höre hier auf. Anno, oh. Ja, da, würde mich das auch so mitreissen, würde ich dort auch Zeit vergessen. Ich habe das noch nie gezockt. Lieber Chat, ich habe noch nie Anno gezockt. Suni, schade, stinkst. Ja, gell? Ich habe gemeint, du hättest Freude daran, wenn ich das nicht extra habe, ich mich hier vorbereitet habe. Suni, geht es dir gut? Suni, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut, ich meine, wie sehr stinkst denn du? Suni, schön, dass du da bist.
Anno habe ich wirklich noch nie gezockt. So, und ich schnarre da und könnte ja endlich gleichzeitig Sachen produzieren. Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Rator, da muss ich oben reinlegen. Da brauche ich Verstärker. Ich muss auch jenstes verstärkte Eisenplatten machen. Das heisst, wir räumen mal alles leer. Wait a second, was machen wir da? Schrauben. Ja, das ist einfach so eine Sache. Ich würde gerne schon einen Fabrikator machen. Wieso haben wir so viel Energie? Wieso? Ah, oh, I know why. Oder nicht? Ich weiß nicht, wieso. Ich komme nicht raus. Wir haben so viel gegen Aufführung. Läuft irgendeine unsere Produktion nicht? Ja, da läuft irgendetwas nicht. Okay, wir müssen zuerst mal schauen, was da los ist. Ja, tipptopp, danke und selber, freut mich, Suni. Ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Ich war schnell Internet weg, darum bin ich erst jetzt live dafür. Bin ich bis um 6 Uhr für euch da. Circa bis um 6 Uhr bin ich da. 100? Auf einer Skala von 1 bis 10, 100. Ich weiss, Suni, es ist schon wieder die Falschtasse. I know. Also, ich kann ja da schauen. Ist da... Hä? Ich komme nicht raus. Haben wir hier den Strom nicht angeschlossen letztes Mal? Es hat gar keinen Strom dran. Mal, es hat... Nein, es hat keinen Strom dran. Haben wir letztes Mal den Strom einfach nicht angeschlossen? Oder bin ich jetzt einfach... Stehe ich auf der Stromleitung? Nein, wir haben den Strom nicht angeschlossen. Kein Wunder, haben wir so viel Spatzung da. Das wäre endlich die Idee. Das wäre die Idee gewesen. Ja, okay, aber... Ja, okay. I don't know. Ja, in der Sauna ihre Tassen natürlich. Ja. Habe ich auch schon Werbung gemacht? Ich weiss gar nicht, ob ich das hier da dürfte, Suni. Aber ich habe es einfach auch schon gemacht. Jetzt mache ich einfach Werbung für Jack Daniels. Ich glaube, das ist... Da dürfte ich wahrscheinlich noch eher für deine Tasse Werbung machen, Suni. Ist jetzt einfach so, I'm so sorry. Ist die einzige Tasse, die ich habe, nebst der Suni-Tasse. Und die Suni-Tasse ist im Geschirrspüler. Sie ist mega less. Da geht es so. Ja, komm, Suni, mach du Werbung. Ja, haben wir, ja. Haben wir. Es ist immer. Auf Werbung bezogen ist es nochmal etwas anderes. Wobei ich weiß jetzt nicht. Was ich weiss bei solchem Alkohol wie Jack Daniels. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Werbung macht. Wenn ich das wirklich richtig in Erinnerung habe. Also es darf, glaube ich, nicht emotionale Werbung sein. Also, es darf nicht irgendwie so vermitteln, hey, du bist der Geilste nachher, oder? Sondern wenn Werbung, dann darf auch nur quasi ganz neutrales Produkt rum sein und so weiter. Irgendwie so in die Richtung. Ja, das ist sehr heikel. Darum, ich weiß jetzt gar nicht, also wenn ich jetzt da, ja, wenn ich jetzt halt das auf der Tasse habe, ja, ich glaube, das ist noch nicht so schlimm, aber wenn ich dann würde sagen, wow, aus dieser Tasse trinken und mein Leben ist so viel besser, das wäre dann ein bisschen, ich weiss nicht, das wäre dann ein bisschen problematisch. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gekommen. Wir haben oben einen Fabrikator, das wollte ich noch schnell checken. Und wir haben immer noch sehr viel Strom zur Verfügung, aber ich glaube, das ist einfach so. Wir haben letztes Mal noch einen Biomassegenerator gebaut. Ja, das ist das andere Problem, bis wir so weit sind, dass wir Kohle suchen können. Längt uns echt den Strom bis dahin. Wir könnten hier wieder unsere verstärkten Platten machen. Ja, okay, das kommt, glaube ich, gut. Also nicht verstärkte Platten machen, sorry. Rotoren machen. Das ist es. Rotoren. Wir haben aktuell gar nichts drin. Was wir von Hand machen, sind die verstärkten Platten jetzt. Und für das nehme ich.
Schrauben und Platten raus. Wir machen es auch, genau mit dem, was wir jetzt haben. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Fabrikator selber baue. Aber dann haben wir einfach noch, dann haben wir Stromprobleme, oder? Das kackt mich ein bisschen. Hey, hallo? Ist falsch? Ich komme nicht mehr raus. Chat, ich komme nicht mehr raus. Aha, ich. Okay, ich habe wahrscheinlich immer den Untercontainer angeschaut. Ich würde sagen, wir nehmen mal einfach recht viel raus da. Was war es? Ist es da? Ja, gut. Ja, da nehmen wir gerade mal alles. Massi, merci für den Lurk. Danke für den Lurk-Support. Ist am Hören. Ich lese schnell den Chat noch ein bisschen. Darum habe ich immer Respekt, ein Assassin's Creed zocken. Ich liebe Assassin's Creed, auch wenn es alle verfluchen. Aber unter 80 Stunden bringst du kein Assassin's Creed fertig. Ja, das ist so. Das ist auch ein Grund, wieso. Ich würde das eigentlich auch gerne on-stream zocken. Und das ist ein Grund, wieso ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Weil sich das so zieht. 80 Stunden. Ich finde, so ein bisschen Abwechslung muss ich eben schon haben in meinem Content. Und dann, das wären einige Streams, wo nur so ein Game wäre. Und das schreckt mich schon ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Assassin's Creed Odyssey ist auch mega, aber so gross. Okay. Das Gameplay in Assassin's Creed, ich kann es nicht sagen, ist einfach tauchen gegangen. Für mich unmöglich zum Geniessen gewesen. Schon. Nach dem Game kannst du die Bebrak als PM Energie bewerben. true. Sehr gut. Ui, Massi, schon lange dabei da, schon lange am Zuschauen. So, was ich jetzt mache? Ich mache genau so viel verstärkte Eisenplatten, wie ich kann machen. So, that's my life now, hä? Jetzt könnt ihr eigentlich eine Stunde lang in Just Chatting Modus wechseln. Nein, eine Stunde nicht. Das ist krass. Mal schauen, und nachher brauchen wir. Was brauchen wir noch für. Für Rotoren schon wieder? Verstärkte Eisenplatten und, glaube ich, Stangen. Ich glaube, die beiden Sachen. Das sollte kein Problem sein. Ja, aber die verstärkten Eisenplatten. Ich glaube, zu wenig Schrauben. Wir haben, glaube ich, zu wenig Schrauben. Wir haben aber viele Stangen. Das heisst, ich könnte im Notfall noch Schrauben von Hand herstellen. Aber das wäre interessant. Interessant. Merci für den Lurk, Massi, nochmal. Danke. Das musst du noch fragen, gell? Bevor der Massi geht, muss er jetzt einfach noch wissen, wann gibt es das nächste Giveaway. I don't know, Massi. I don't know. Kann ich da rausheben? Sehr gut, ich kann rausheben. Da kann ich schnell. Also, ich kann zumindest schnell schauen, ob es vielleicht diese Woche noch das Giveaway gibt. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Nein, also definitiv nicht. He? Effektiv nicht. Nein, also Massi, ich muss dich leider enttäuschen. He? Ich sehe da kein Giveaway kommen. Aber hey, stay tuned. He? Massi, lieber Chat, stay tuned. Kommt sicher wieder ein Giveaway. Sonst tue ich den einen wieder stürmen. Sage ich so. Jetzt müssen wir ein Giveaway machen, sonst streame ich nicht mehr. Nein, oder besser gesagt, wir müssen der Masse jetzt wieder mal einen Preis zuschicken. Sonst streame ich nicht mehr. Ja, was würdest du dir so vorstellen? Der Masse ist jetzt sicher. Der ist jetzt im Lurk. Lass ihn in Ruhe. Sehr gut. Das habe ich gehört und finde ich ganz gut. Massi, das finde ich auch gut. Die Planung ist so,
Es ist nicht so, oh, was wollen wir für ein Giveaway machen, sondern was wollen wir in Massi schicken? Was hat der Massi noch nicht? Neues Lego? Also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir so Klemmbausteine technisch auch wieder mal etwas haben. He? Das ist ja tatsächlich ein immer wiederkehrendes Format, das wir jede Woche haben. Also ist sehr gut möglich, dass dort gleich auch wieder irgendetwas kommt. Oh, das wär eben schon etwas. He? Ein Giveaway machen. Aber wir schicken es nicht einfach ein. Wir sagen dann lieber, Gewinner, kommt zu uns im Stream und baut das zusammen. Und erst dann darfst du es mit heimnehmen. Wäre irgendwie schon noch lustig. Okay. Okay. Der Bowser, nice. Aber vor allem das Mandalorian-Raumschiff. Da wäre ich fast... Also, das fände ich wirklich schade, weil ich darf ja nicht mitmachen, oder, am Giveaway. Das würde mir fast ein bisschen wehtun. He? Razor Crest, he? Lieber Chat. Das Raumschiff von Mandalorian ist die sogenannte Razor Crest. Ich tue nichts spoilern, aber für die, die die Serie geschaut haben, wissen, was ich jetzt eigentlich meine damit. Das ist ein geiles Raumschiff, ja. Ist ein geiles Raumschiff. Wären noch viele dabei. Danke, ja. Sind wir schon Toren? Okay, Just Chatting is over, hä? Just Chatting is over. Jetzt weiss ich nicht mehr auswendig, was ich noch brauche. Sind es Stangen gewesen? Ich hoffe mal, da sind Schrauben drin. Ich brauche noch schnell ein bisschen Stangen. Ja gut, ich kann ja mal schnell. Ich kann ja beides mitnehmen. Anständig Stangen und dann nehmen wir noch ein bisschen Blättchen mit. Dann gehen wir mal rauf, kombinieren hier und dann lassen wir die Rotoren herstellen. Wärst du dabei? Komm zu euch ins Büro, kommt raus, hast du es gesehen? Also, wait a second, was kommt raus? Also, die Razor Crest gibt es ja schon, oder? Aber egal was, ich gehe dann nachher noch mal schauen. Ja, vielleicht gibt es noch ein zweites Raumschiff. Das kann natürlich auch sein. Aber gross! Jetzt in... Oh mein Gott! Muss ich es anschauen? Jetzt nimmt es mich Wunder. Ja, sobald wir da wieder so einen ewigen Herstellungsmodus haben, gehe ich schnell schauen. Merci für die Information. Und hey, super Lurk. In dem Fall jetzt... Endgültig, viel Spass im Lurk. Zusammenbauen würde ich noch gerne, aber das fertige Modell noch irgendwo herstellen würde ich dann doch nicht. Also ich hätte keinen Platz. Vielleicht könnte mir Platz machen für ein grösseres Modell. Könnte mir wahrscheinlich den Platz schaffen. Aber grundsätzlich hätte ich auch das gleiche Problem. Aber ich habe schon lange nichts mehr zusammengebaut. Muss ich auch ganz ehrlich sein, aber mir hat es früher immer sehr Spass gemacht. He? Und Milan, grüezi wohl miteinander. Ui. Das Schweizerdeutsch, Milan. Grüezi wohl miteinander. Ich bekomme irgendwie seit Tagen keine Benachrichtigungen mehr von Twitch. Und der Massi sagt, Gang. Das ist nicht an dich gerichtet, Milan. Ja, also Twitch hat ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Ich wollte nämlich gerade vorher, ich wollte das eigentlich noch in den Chat fragen. Ich habe hier meinen Chat offen. Und wenn man ja einen Doppelpunkt schreibt im Chat, vielleicht benutze ich es nicht an, vielleicht gibt es jetzt Leute, die wissen nicht, was ich meine. Wenn man einen Doppelpunkt schreibt, sollte eigentlich die Auswahl an Emotes kommen. Geht einfach nicht. Ich habe refreshed vorher. Geht einfach nicht. Und es gibt Leute, die können nicht Kanalpunkte einsetzen, höre ich immer wieder. Und bei meinem Stream ist einfach am liebsten der Ton wieder weg. In Twitch ist irgendetwas am Umbasteln. Es wird sehr heftig gebaut.
Wir haben auch darüber schon ein bisschen geredet auf meinem Stream. Bezüglich der Themen, was ist denn Twitch da genau am machen? Es sind halt so Sachen, die ich nicht so toll finde. Auch. Oh nein, wir müssen natürlich nicht intelligenter beschichten. Nein. Ich habe alles falsch im Kopf. Das haben wir ja gemacht. Rotoren haben wir von Hand gemacht. Also, never mind. Ich gehe wieder ab. Troy ist verwirrt. Troy war schon zu lange nicht mehr auf dem Planet. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Rotoren müssen wir ja von Hand machen. Da. Okay, alles gut. Nein, es ist besser. Wir haben jetzt zwar zu viel verstärkte Eisenplatten gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Schrauben gebraucht, ja. Wir machen jetzt ein paar Schrauben von Hand. So machen wir das. Und dann, glaube ich, sollten wir das Eisen schaffen. Komm, Henke, bitte, Henke, let's go. Milan, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist, Milan. Twitch ist so dumm geworden. Ja, Twitch entwickelt sich in komische Richtungen. Ich muss immer aufpassen, welches Wording ich nehme. Das ist meine Meinung. Ich vertrete hier in diesem Moment jetzt natürlich nicht die Meinung von brack.ch. Das ist meine Meinung. Und ja, mich stört es halt auch ein bisschen. Vor allem als Streamer stört es mich ein bisschen, was sie genau machen. Es gibt auch immer wieder gute Sachen. Ich wollte jetzt nicht alles schlecht reden. Aber die neue Cheering-Funktion, die sie bringen, finde ich echt nicht so cool. Es ist so. Da gibt es werbetechnisch, glaube ich, noch irgendeine Änderung, die auch nicht so cool ist. So unterm Strich zusammengefasst habe ich einfach immer das Gefühl, Twitch wird einfach immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Geld rausholen. Auf Kosten vom Spass vom Viewer. Vielleicht auch ein bisschen auf Kosten vom Streamer, je nachdem. I don't know, ist schwierig. Gut, bei Cheers, ich meine, der Streamer bekommt auch etwas. Es ist immer so, ja. Ja, würde ich eher behaupten, auf Kosten der Viewers machen es Änderungen. Ich habe eine fette Erkältung. Wie geht es dir an, Milan? Dann wünsche ich dir natürlich eine gute Besserung. Ja? Gute Besserung. Mir geht es gut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich auch irgendwie das Gefühl, es kratzt im Hals. Ich spüre es immer noch im Nacken. Also ich habe zumindest ein bisschen viel Kälte abbekommen, wahrscheinlich in der Nacht. Ja, wahrscheinlich ein bisschen gefroren. Und das habe ich schon gemerkt. Aber sonst geht es mir gut, sonst, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Beim Vollzeit-Streamer bricht eine Menge Geld weg. Okay, ja. Das ist halt, dort merkt man es dann enorm, wenn man wirklich das als Hauptberuf hat und mit dem sein Geld verdient. Twitch hat auch die volle Kontrolle. Twitch muss auch nicht einmal gross. Also, ich weiß nicht, was da alles im Vertrag steht, wenn man irgendein Partner ist. I don't know. Aber die können machen, was sie wollen. Twitch kann sagen, so, ab morgen bekommst du auch nur noch halb so viel Geld. Und das ist dann einfach schon heftig für jemanden, der das Vollzeit macht. Dann bist du einfach gerade mal. Ja. Bist gerade mal aufgeschmissen. Du musst gerade mal schauen, wie hole ich jetzt das Geld rein, wo man. Ab morgen dann quasi fehlt. Es ist, ja, also da muss man sich schon immer bewusst sein, vor allem wenn man halt langsam von diesen Einnahmen abhängig wird. Oder? Sechs, wenn man jetzt zur Hälfte streamt, noch 50% arbeitet, auch schon dann muss man echt schauen. Und das finde ich halt schon schade, dass Twitch da dann so komische Sachen macht. Und dann verliert man wie als Vertrauen in Twitch und denkt sich, ja, shit. Das ist auch ein riesiges Risiko, das ich hier habe. Oder? Was ist das? Was ist das? Einfach treulos hier. Was? Hoi du, Pini, grüezi. Grüezi, Pini. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Pini? Das ist da los. Ich bin da los, Pini. Eine Stunde spät. Dafür aber auch eine Stunde länger. Ich bin für euch da bis um 6 Uhr. Das heisst, all die, die vorhin immer gejammert haben, oder? Ich bin noch am Arbeiten. Jetzt könnt ihr schauen.
Jetzt könnt ihr schauen. Übrigens, ich bin zu spät, weil ich vorher kein Internet hatte. Sorry. Hoi, du Schnucki. Hoi, Pini, du Schnucki. Danke, ich bräuchte nur mal ein wenig Erholung. Bin den ganzen Tag unterwegs. Ja, natürlich, Melan, wenn du ein bisschen verkältet bist, brauchst du ein bisschen Erholung, ja. Was hast du denn so gemacht, Melan? Wo warst du unterwegs? Was hast du gemacht? Und wie viele Schrauben habe ich schon? Und wie viele Stangen brauche ich noch? Ich muss da schnell pausieren. Ui, was ist denn hier los? Das ist auch gut, Pini. Das ist sehr gut. Tue ich jetzt ausnahmsweise erlauben. Sehr gut. Also, Pini hat geschrieben. Ja, ich kann auch müssen. Früher hören. Wir haben Tesla auf wegen diesen Stromausfällen. Wow, ohne Scheiß. Der hat einen Testlauf mit what? Das gibt's? Also übrigens, da bei mir bekommst du wahrscheinlich auch schon gleich mal den ersten Stromausfall im Spiel. Aber du redest wahrscheinlich von echt und so. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man da Testlauf macht. What? Aha, du, das ist aber nicht geplant. Jetzt komme ich raus. schon wieder, Mann! Okay. Ja, nein, falls wir jetzt zu wenig überkommen, blabli. Aha. Ja. Ich weiß schon, was du meinst, Pini. Ich musste zu Ämtern und die Kinder abholen von den Schulen und zu den Freizeitangeboten bringen. Okay, ja. Ja, muss man halt dann machen. He? Kann man schlecht sagen, ich bin heute nicht fit. Ja, nein, ich weiß es. Schmälern ist schwierig. He? Aber schau, dass du ein bisschen Erholung bekommst. Schau. Ein bisschen Neocitran und so ist immer gut. Jack Daniels. Shit, sag ich wieder mal. Nein, what the hell? Kaffee. Einfach ein Kaffee. Kalter Kaffee, das ist auch gut. Jetzt mach mal einen Krankenschein bei meinen Kindern, genau. Ja, Pini. Ich rede nicht über das. Ich rede jetzt nicht darüber, was da drin ist. Was ist mit diesen Schrauben? Jetzt müssen wir da mal schauen. Und zwar müssen wir. Wir müssen einfach mal 50 Grad Tor haben. Das ist einfach mal das Erste, was wir brauchen. Das machen wir jetzt. 58 können wir herstellen. Let's go. Komm, Henke. Du einhänken. Einhänken habe ich. Nein, ich muss umhänken. Let's go. So eine geile Funktion. Da muss ich nicht klicken. Es tut echt produzieren. Wir machen 50 Grad Tore und dann schauen wir wegen dem Rest. Es ist eigentlich, das sollte schon gut sein. Wir haben genug verstärkte Eisenplatten. Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Mal, wir haben genug verstärkte Eisenplatten. Dann haben wir genug Rotoren und dann brauchen wir noch ein bisschen Kabel. Das ist easy peasy. Und dann sind wir ready für Kohle suchen und Wasser suchen. Das wird unsere Mission für heute, lieber Chat. Ich weiss nicht, ob wir es schaffen. Kohle sollten wir finden. Wasser finden in der Nähe. Also die Kombination, die wird schwierig. Ich habe mich gerade voll gefreut, dass du online bist. Chille in meinem Bett und schau dir zu. Oh, Melan! Gemütlich im Bett, erholen, Neocitran und ein wenig Troy oder ein wenig Pack.ch. Das ist die beste Story, he? Ever. Beste Story in einem Game. Satisfactory. Rotoren herstellen. Pini. Pini, vielleicht habe ich da schon mal gefragt. Hast du das auch schon mal gespielt? Jetzt sind wir schon durch. Jetzt ist da schon durch. Hey. Also, wieder fertig, Just Chatting. Oh, Melan, mein Insta. Wer hat es gesehen, Chat? Wer hat meinen Insta-Post gesehen? Also nicht brack.ch, sondern meinen Troy Hammeren Insta-Post.
Nein, Pini, das ist eben schon geil. Das ist schon geil. Klar, manchmal gibt es die Phasen, wo man einfach jenstes Zeug herstellen muss. Aber ich bin einfach immer wieder abgelenkt. Kabel brauche ich noch. Und zwar, ja, das geht nie, es geht knapp nicht auf. Es geht knapp nicht auf. So, gib mir hier das Zeug. Da brauche ich. Nehmen Sie mit. Oh, ist es. Nehmen wir hier noch ein bisschen. Wer hat meinen Insta-Post gesehen? Und das wäre eben übrigens da, wo ich erwähnt habe, was heute Abend noch los ist. Nicht auf meinem Channel, nicht auf brack.ch, sondern sonst in den Weiten des Schweizer Twitch-Universums. What? gut. Das mache ich noch. Kann man einhängen, du schaffst es. Ah, shit. Eigentlich geht es auch nicht. Einhängen, let's go. Der super Wrestler mit dem Hawaii-Hemd, genau. Genau. Habe ich meine Ansage gemacht auf Insta. Jetzt nimmt es mich noch schnell Wunder. Ihr seht jetzt das nicht. Vielleicht zeige ich es aber noch schnell. Ich werde noch schnell schauen, wegen der Razor Crest, die der Massi vorhin erwähnt hat. Razor Crest Lego Mandalorian. Ja gut, Mandalorian muss ich wahrscheinlich nicht schreiben. Jetzt gibt es hier eine grosse Version. Was ist denn die grosse Version? Also nicht, der Massi ist wahrscheinlich jetzt. Der ist im Lurk, hä? Jetzt hole ich ihn sicher wieder aus dem Lurk raus. Ich bin so fies. Wenn jemand weiss, welches Modell das der Massi meint, mit der grossen Version vom Mandalorian-Raumschiff, wenn man da etwas schnell die Nummern durchgeben kann, das würde mich aber schon noch wundern. Ist das überhaupt Razor Crest? Und ich finde es gerade nicht. Tja. Ich bin schon froh, dass ich dich verstehe. Ich kann mich nicht noch an einen neuen Schweizer gewöhnen. Sehr gut. Oh, jetzt sind wir schon wieder durch. Das geht viel zu schnell da. Das muss länger gehen. Sonst kann ich nicht mehr chatten. Sonst kann ich jetzt Just Chatting machen da. Nice. Richtig nice. gut. Also, dann würde ich sagen, rein mit dem Zeug, he? Rein mit dem Zeug, das Knöpfchen drücken und dann schauen wir schnell zu, wie es losfliegt. Cool is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Hahaha, Pini! Wenn du den verstehst, verstehst du alle. So ein komischer Dialekt. Aargauer Deutsch, hä? Liebe Chat, Aargauer Deutsch. Eva, willst du noch was erzählen? Jetzt habe ich einfach nicht zugelassen, hä? Lieber Chat, Aargauer Deutsch, ich sage aber immer, hä? Das ist der unspektakulärste Dialekt, den wir in der Schweiz haben. Ich weiß nicht, oder vielleicht ist das einfach, weil ich da selber rede, ist es für mich unspektakulär. Aber so gesehen ist es ein guter Startpunkt für Leute aus Deutschland. Ich glaube, da wäre es schwieriger, definitiv schwieriger, wenn man mit Walliser Schweizerdeutsch anfängt. Oder ja, mit solchen Sachen. ich will jetzt da nicht noch irgendwie Dialekte bashen. Pini, gell? Lassen wir das sein. es ist gar Pini wieder raus. Wenn ich jetzt mit dem anfange. Oder du fährst selber damit an. Okay. Ich habe nichts gesagt, aber Pini schreibt. Also da kommt aber der St. Galler auch noch dazu. Der ist genauso.
unspektakulär. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort dafür ist. Ist Zürcher Dialekt nochmal anders? Ist das nicht in der Nähe? Der Zürichdeutsch? Ja, ich würde jetzt Zürichdeutsch auch als sehr. Ich würde jetzt Zürichdeutsch auch als unspektakulär bezeichnen. Also geht auch, Melan. Ich glaube. Wenn du mich gut verstehst, verstehst du auch einen Zürcher gut. Aber es ist schwierig, es ist echt schwierig zu beurteilen. Ich kann es mir nicht sagen. Vielleicht Melan, vielleicht hat es auch keine Probleme irgendwie, keine Ahnung. Bündnerdeutsch, gut, eben Walliser ist dann schon ein bisschen spezieller. Das würde mich mal wundern. Melan, kannst du ja mal einen Walliser suchen? He? Der Herge von Escapes. und dem mal ein bisschen zulassen. Zürcher Dialekt, Ich würde so gerne mal in die Schweiz und Dialekte hören. Appenzeller Dialekt, ja. Aha. Ja, Melan, tu das. Kommst du in die Schweiz und dann einfach nur für da. Redest ein bisschen mit den Leuten, gehst von Kanton zu Kanton und redest mit den Leuten. Interessant. gut. Schnell schauen. Okay, wir müssen hier eh noch schnell warten. Nein, wir haben es aber schon freigeschaltet. Wir müssen eigentlich nicht zwingend warten. Ich möchte nur schnell schauen. Wir können jetzt den Wasserextraktor bauen und. Kohlegenerator. Jetzt, was wir schauen, ist, dass wir genug Material dabei haben für beide. Das heisst, wir wollen sicher so einen bauen. Wir wollen ganz sicher. Ja, ich weiss nicht, mit dem Projekt werden wir doch heute niemals fertig. Wir wollen sicher einen Wasserextraktor bauen und dann brauchen wir die Bleche. Okay. Dann weiter brauchen wir ganz sicher. Jenstes Pipelines. Und da wird das Planen jetzt in dem Moment ein bisschen schwierig. Okay, aber das ist nur Blech, das wir brauchen. Aber wir brauchen auch Pumpen, das heisst, wir brauchen ein paar Rotoren. Das heisst, ich mache mal fünf Pumpen, tue ich mal einberechnen. Wir brauchen sicher Strom, aber das hätten wir. Das ist kein Problem. Die Frage ist auch, was machen wir genau? Wenn wir Kohlen abbauen und dort, wo wir Kohlen abbauen, schon Strom generieren? Wäre wahrscheinlich das Einfachste. Dann ziehen wir Stromleitung. Ich glaube, das ist das Einfachste. Aber natürlich, ja. Nein, gerade zuerst müssen wir ja die Kohlen noch abbauen. Miner brauchen wir. Ja, wir brauchen jenstes Material. He? Aber ich habe jetzt mal das Wichtigste drin gemacht. Das sehe ich auf der rechten Seite. Das heisst, ich mache eine verstärkte Eisenplatte, ein bisschen Vorrat. Rotoren brauche ich noch ein paar. Kabel hätten wir für den Anfang genug gehabt. Kupferblech müssen wir noch haben. Beton haben wir genug. Mobile Miner haben wir genug. Also in der Kiste. Komm zu uns, ich schenke dir dafür eine Toblerone. sehr gut. Dafür müsste ich vielleicht jemanden kennen, bei dem wir schlafen können. So reich bin ich nicht. Ja, true. Toblerone ist so lecker, aber keine Ahnung, wie man das isst. Also, wie es in der Schweiz so schön heisst, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Und ich habe schon alles Mögliche gesehen, aber ich finde es immer geil, wenn die Leute das einfach abbeissen. Und das ist ja so richtig unangenehm, wenn der Spitz gegen oben ist und du beissest so ab. Also ich würde sagen, abbrechen, was ja recht easy geht, einfach drücken. Dann essen. Das sind mundgerechte Portionen. So, ich finde, so muss man das machen. Also, wo ich bin. Glaubst du, wir wissen, das ist nur für die Touristen? Das bin ich, aber das. Ich meine, Toblerone ist ja schon geil. Es ist schon nice, aber
ich habe es auch eher selten. Also für alle aus Deutschland, die jetzt denken, ja, der Schweizer, der isst ja sicher täglich Toblerone. Nein. Nein, Eistrom! No! Shit. Da, hä? Also, wir sind so weit, wir müssen Strom sparen, sie haben uns den Strom abgestellt, hä? Ja, das ist, weil wir kein Bio-Brennstoff mehr haben. Okay. Ich muss schnell schauen. Ich glaube, wir müssen... Wir kommen nicht drum herum. Ah, da haben wir noch... Da haben wir noch ein bisschen. Da machen wir schnell Bio-Brennstoff draus. Blätter können wir auch noch reinhaben. Wir machen jetzt hier tatsächlich schnell Blätter rein. Einfach damit wir ein bisschen etwas können machen. Und dann machen wir hier noch... Zuerst das. Und einhängen. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich habe da schon Zeug gesehen und ich denke, okay. Genau, ich versuche die immer mit dem Messer zu zerschneiden. Okay, da ist sicher nicht the way to go. Fun Fact mit einem Schweizer Taschen. Okay, dann ist natürlich die Welt wieder in Ordnung. So kann man es machen. So, let's go. Einhängen, merci. Du bekommst sie nicht abgebrochen. Ja, ich kann es jetzt nicht vorführen. Ich schaue jetzt hier auf die Seite, oder? In der Hoffnung, dass ich irgendeinem Toblerone umlegen kann, was ich definitiv nicht habe. Aber ich würde jetzt sagen, statt wegknicken, würde ich sagen, du drückst es einfach rein. Also du drückst quasi die verschiedenen Matterhörner zusammen und brichst sie so ab. Aber ja, ist natürlich ja. Ich weiss, es ist nicht super einfach tatsächlich. Es braucht ein bisschen Kraft. muss ein bisschen trainieren vorher. Toblerone muss. Oh, ja, das ist natürlich auch. Das ist auch ganz gut. Ich habe letztens gelernt, dass Milka auch aus der Schweiz ist. Ja. Somit konsumiere ich sehr viel aus der Schweiz. Die Spitzen, genau, die Spitzen. Ja, Pini, I don't know, ist schwierig zu erklären. Ich kann sonst schauen, dass ich für nächstes Mal ein Toblerone parat habe, damit ich das kann vorführen kann. Dann machen wir nächstes Mal einen Toblerone-Stream. Wie isst man Toblerone? Genau, Spitzen zusammendrücken. Blitzlicht. Grüezi übrigens, schön, dass du da bist. Hello, wie geht's dir? Aber genau das meine ich. Hey, zwei Wörter hat jetzt der Blitzlicht schnell eigentlich beschrieben, was ich nicht können in 5 Sätzen. Alter, ich kaufe mir Toblerone. So, jetzt machen wir da noch Bio-Brennstoff. Das brauchen wir natürlich, damit wir noch ein bisschen Strom haben. Wir schaffen keinen ganzen Stack wahrscheinlich. Oder vielleicht schon? Nein, definitiv nicht. Okay, dann schauen wir, dass wir schnell ein bisschen Strom haben, zumindest für unsere Mission heute. Ich schaue schnell auf die Uhr. Okay, es könnte noch klappen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute noch ein Kohlevorkommen finden, dass wir noch einen Miner aufstellen und vielleicht einen Kohlegenerator. Aber ich glaube, dann nachher weiter schaffen wir es, glaube ich, nicht. He? Und ich habe Jockey, die mega teuer ist. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ja, da gibt es verschiedene. Was ist da so Lederach? Heißt es so? So das Zeugs, oder? Ja, aber das ist jetzt also. Das ist ja auch für mich eher selten mal. Lederach. Ist eher selten mal der Fall. Meistens bekomme ich das geschenkt. Häufig, wenn ich ein Geschenk suche und es soll Jockey sein, ja, dann ist es wahrscheinlich etwas von dort. Aber, ja. Es ist zu teuer schlussendlich und ich bin jemand, der nicht viel Jockey isst. Ich bin tatsächlich nicht so. Ich bin nicht so der Schöckeler.
Melan, ein Süßigkeitenpaket. Kann man schon mal anschauen. Kann man schon mal anschauen, wenn du das willst. Kann man schon machen. So. Also jetzt schauen wir mal schnell kurzfristig. Für kurzfristigen Strom zumindest. Und ich weiss gar nicht, wie soll ich das Blatt machen? 40 pro Ding. Das ist ja wirklich einfach alles leer. He? Alles leer. Das hat wahrscheinlich nicht lang. Aber okay, da haben wir noch nicht drin. Okay, ja, für einen Moment ist gut. Einschalten, weiter produzieren. Also, weiter geht's. Wir machen. Was wir haben. Versteckte Eisenplatte, ja, das ist klar. Den brauchen wir sicher. Wir müssen definitiv ein bisschen Schrauben haben, die ich von Hand herstelle. Come on, you can do it, you can do it. Schrauben. Dann machen wir versteckte Eisenplatte, ein paar. Wir brauchen noch ein bisschen Vorrat vielleicht. Aber Schrauben brauchen wir. Am besten tue ich wirklich Schrauben mal schnell so gut wie möglich durchproduzieren. Das wäre mega süß. Dann liebe ich dich. Liebe ich dich, Schweiz. Dich, Schweiz, noch mehr. Oh, die Schweiz noch mehr. Ja, Melan, schauen wir uns an. Ich habe schon mal so ein Süßigkeitenpaket gemacht, tatsächlich für jemanden. Das war aber jemand aus Kanada. Ja, dann ist es natürlich auch nicht nur Schoki. Das ist dann nicht nur einfach nur Schokolade, sondern alles, was aus der Schweiz ist. Ich weiss nicht mehr, ich hatte Willisauer-Ringli drin. Ich habe. Was habe ich dabei? Ach, shit. Mir fällt es nicht mehr. Haufen Zeug. Ich bin halt auch noch ein bisschen googeln, was ist das Beste, was es da gibt aus der Schweiz. Aber ich habe so ein 2-Kilo-Päckchen zusammengestellt. Ich glaube, 2 Kilo will. Oder ist es nicht 2 Kilo gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Es war wahrscheinlich 2 Kilo gewesen, weil das irgendwie die Limite war, damit es noch preislich in einem Rahmen, sich im Rahmen behalten von den Zollkosten her. Oder Versandkosten her. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, es war ein YouTuber aus Kanada. Und der hat dann im Video hat er das Päckchen aufgemacht und alles durchprobiert. Das ist aber auch schon x Jahre her. Und ich glaube, das Video ist eben tatsächlich nie mehr. Weil der dann ist all seine Videos gelöscht. Und sogar ein ist ein Drama gehabt, so ein typisches YouTube-Drama. Ich hätte es ja nicht mal weit bis Basel, aber ich werde dort einfach arm. Ja, es ist ja ein. Ich weiß es mal. Ja, Schweiz ist ein wenig teurer. Ist darum immer, ich sage es ja auch immer, oder alle wissen, in der Schweiz verdient man mehr als in Deutschland, aber dafür ist einfach auch alles teurer. Ja? Also das muss man sich schon auch immer bewusst sein. Das schaut schon so. Man muss sich schnell überlegen, wir können schon jenste Eisenplatten machen, aber ja. Es dauert noch ewig, bis wir die Schrauben durchproduziert haben. Komm, ein Stack mache ich noch. Und dann reicht es. Dann können wir unsere verstärkte Eisenplatte machen. Sogar viel mehr, als wir bräuchten. Und dann kümmern wir uns noch ums Kupferblech. Um die Rotoren logischerweise auch noch. Aha, für da brauche ich sowieso. Ich weiß nicht mehr auswendig, was ich brauche. Ich brauche hier Schrauben. Gucken wir. Sehen wir in Österreich, da verdient man auch mehr, aber es ist von den Lebensmitteln zum Beispiel her teurer wie in Deutschland. Ja,
Das ist ja, ist so, ist so. So, da muss lang. Ich habe keinen Geduld mehr. Wir machen zuerst mal diese Platte, die uns fehlt. Und wir machen, komm mal, einhängen, bitte einhängen. Let's go. Wir machen, ich würde mal sagen, wir machen doppelt so viel, wie das wir brauchen. Einfach, einfach zur Sicherheit. Vielleicht haben wir ja zwei Kallen vorkommen und dann müssen wir zweimal. Ja, dann müssten wir eher einen Splitter haben. I don't know. Wir machen auch mal doppelt so viel. Und dann haben wir sicher genug. Gut, ich bin gerade am Planen. Darum sage ich gerade nicht. Ich bin am Planen. Wie machen wir das? Wir gehen zu Fuß los, wir haben nichts anderes. Wir scannen nach Kohle und gehen richtig Kohle vorkommen. Es ist eigentlich ganz easy peasy. Vielleicht haben wir ja 50 Meter nebenan schon Kohle, das wäre perfekt. Aber ich weiß nicht, ob wir so viel Glück haben. Ui, es ist schon viel mehr, als ich machen wollte. Genau, Rotor. Ui, also let's go. Schrauben, okay, perfekt. Perfekt. Let's go. Wir machen Rotor. Jetzt brauche ich gleich noch ein bisschen Schrauben. Wir holen uns noch die rechtlichen Schrauben. Die rechtlichen Schrauben. Die restlichen Schrauben und wir machen noch ein paar Rotoren mehr. Auch hier ein bisschen. Einfach noch, damit wir vorbereitet wären für vielleicht noch eine so eine Anlage mehr. Gut, dann holen wir uns noch Kupferbarren. Das ist jetzt das Problem, wir machen aus den Kupferbarren direkt Kupferdraht. Aber wir sollten einen Puffer haben. Vorher ist still gestanden bei den Kupferbarren. Das heisst, haben wir überhaupt einen Puffer drin? Shit, ich weiß gar nicht, ob wir einen Puffer haben. Ah. Hätte Troy auch letztes Mal überlegt? Hätte er voraus überlegt oder eben nicht? Das ist die Frage. So, wo sind die Schrauben? Hier. Okay, wir haben ein paar. Wir haben ein paar. Nehmen wir hier noch schnell die zwei Stacks. Und dann. Ja, ja. Schon eine Blöcke. Machen wir noch ein paar. Okay, ich könnte modulare Rahmen auch schon herstellen. Ein paar Rotoren. Ich habe was voll Cooles mit meinem Papa gestern gemacht. Es war dieses Jahr 6 Monate. Er war dieses Jahr 6 Monate im Krankenhaus und ist jetzt 3 Wochen zu Hause. Gestern sagte er im Auto: Komm, wir fahren durch die Stadt mit lauter Musik und gehen ab. Haben wir dann auch gemacht. Oh, mega cool. Milan, das ist nice. Muss man ab und zu schon mal wieder machen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Da war ich noch jung. Aber ich finde die Idee echt cool. Und scheiß drauf, was die anderen denken. Ja, das finde ich jetzt auch. Das ist mega. Das ist mega. So, mehr Hand. Mehr. Das ist immer, wenn ich am Schnarren bin, haben wir einfach noch eine mehr als da, was ich eigentlich machen wollte. Mehr als doppelt. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Blech. Kupferbleche. Kupfer hier unten. Schauen wir uns schnell an. Hat der Troy einen Puffer eingebaut? Natürlich nicht. Hat er nicht gemacht? Shit. Shit.
Ja, Troy hat keinen Puffer eingebaut. He? Wollen wir jetzt noch schnell einen Puffer einbauen? Okay, wir bauen noch schnell einen Puffer ein. Dann ist das auch noch gemacht. He? Und womit wir könnten den Puff. Wir könnten ihn so ein bisschen in Felsen einbauen. Oh, das ist gut, da komme ich sogar helfen. Okay, nice. Dann ist das auch endlich mal vorbei. Ich habe ein Sommersloop gefunden. Aber Sommersloop ist noch Work in Progress. Ich glaube, wir können gar nichts damit machen. Es ist noch nicht wirklich so ein Spiel implementiert worden. Aber dann haben wir den Lärm nicht mehr. Und ich weiss, ja, ich sage immer, es soll realistisch sein, aber das ist jetzt wirklich einfach nicht realistisch. Wenn wir jetzt aber da machen. Wenn wir machen MK1. Okay, das tut nicht weh. Das tut nicht weh, das sieht noch in Ordnung aus. Wir bauen uns jetzt hier einen Puffer rein. Das machen wir das alles weg. Da. Das ist das nicht wollen. Hallo? Dann machen wir das so. Komme ich da? Nein, ich muss gar nicht auf. Ich muss gerade über. Gerade über. Alles easy peasy. Einmal so. Einmal so. Es ist gelb. Es ist gelb. Nein, es ist grün. Nein, es ist gelb. Wieso ist es gelb? Das ist alles gut, oder? Also, da hatten wir unseren Puffer. Das ist da, was ich meine. He? Weil die mögen nicht nachher mit produzieren. Die können nicht so schnell produzieren, wie es hier liefert. Und dann entsteht hier unser kopferbarer Puffer. Jetzt ist es aber so, im Moment. Jetzt ist das natürlich nicht. Sollte, dass wir hier jetzt halb von Hand die kopferbaren schnappen. Aus was machen wir Kupferblech? Schon aus Kupferbar? Ich muss sicher nicht aus Kupferdraht. Da habe ich wiederum einen Puffer eingebaut. Das ist schon geil. Aber der Puffer. Ich weiß nicht, was ich mir da genau überlegt habe. Ist ja gar nicht verbunden. Okay, egal. Egal. Drei war besoffen. He? Mein Papa würde mich auch total unterstützen, wenn ich eine Comedy-Karriere starten würde. Kennst du Erkan und Stefan? Ja. Melan, das kenne ich. Aber interessant. Also du meinst so Stand-up-Comedy? Hast du denn schon mal so etwas in die Richtung gemacht? Kann man da vielleicht sogar etwas anschauen? Interessant. Du hast einen coolen Papa. Und übrigens, Erkan und Stefan, die streamen, glaube ich, auch auf Twitch, oder? Die sind auch aktiv geworden auf Twitch. Das ist zwar etwas, wo ich tatsächlich nicht so schaue. Aber Erkan und Stefan kenne ich von früher vor allem. Muss ich schnell schauen. Ich kann ja natürlich noch ewig machen, das Spiel da. 97 Bar, wie viel brauche ich? So viel Kupferblech brauche ich ja nicht, oder? 30. Ist das 1 zu 1? Ja, das muss jetzt länger. Wir gehen jetzt das verarbeiten. Genau, Stand-up. Also Erkan und Stefan kommen nächstes Jahr in mein Dorf für einen Auftritt und ich mache bei denen den. Ohne Scheiß! Oh mein Gott, wird das aufgenommen, Melan? Gibt es da noch ein Video, das man schauen kann? Nee, aber, oder nimmt es jemand auf? Wobei ist es denn erlaubt? Vielleicht filmt es jemand. Also dann würde ich das schon gerne sehen. Hä? Würde ich schon gerne sehen. Aber nice! Also gratulieren, Melan, das darfst du machen. Das ist natürlich mega cool. Aber dann hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Talent dafür. Melan, dann müsstest du doch auch
anfangen zu streamen, oder nicht? Ja, dann, vielleicht fehlt er dann auch wieder ein bisschen Zeit mit Kindern und so. Schwierig. So, Kupferblech. Haben wir auch mehr als genug. Ich glaube, wir sind ready. Ich schaue auf die Uhr. Okay, wir haben noch ca. eine Stunde und wir sind ready für unseren Ausflug. Puh, nice, nice, nice. Also, let's go. Wobei, ich habe gesagt, Kupferblech brauchen wir noch ein bisschen auf Vorrat. Wobei, wir haben jetzt tatsächlich auf Vorrat, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Sonst müssen wir halt noch mal zurück. Pipelines. Pipelines müssen wir auch noch bauen. Aber vielleicht reicht es, vielleicht reicht es. Wir haben jetzt auch die Pumpe noch mit einberechnet. Okay, wir holen uns noch mobile Miner. Und dann sind wir ready. Ready for some action, lieber Chat. Unsere mobilen Miner sind da. Hier nehmen wir zwei raus. Wir tun das durch die Kiste, brauchen wir nicht. Alles, was wir nicht brauchen, können wir schnell abladen. Das ist auch geil, unser Awesome. Wir haben ja letztes Mal noch den gebaut. Ich weiss, was ich mit den Kupferbarren gemacht habe, die ich jetzt auch können brauchen. Die habe ich hier reingehauen. Das ist auch gut, oder? Das ist auch gut. Nein, das war da gewesen. Oh, ich habe einen druckbaren Coupon. Ich schaue mal schnell, kann ich irgendetwas entsorgen, das ich nicht brauche? Ich glaube, Kalkstein brauche ich wirklich jetzt in diesem Moment nicht. Einfach weil ich das jetzt nicht will, tue ich das auch hier rein. Mach noch schnell den Check, ob ich etwas kann forschen. Ich glaube es nicht. Zu teuer? Okay, okay. Zillium habe ich natürlich nicht. Habe ich alles nicht. Oh, Essen nehme ich mit. Essen nehme ich mit. Oh, vielleicht so ein paar so Riegel herstellen. Proteinriegel. Da wäre noch etwas. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ich ready bin für das. Brauche ich Beton? Ich mache es jetzt mal so, ich nehme ein 500er Stack Beton mit. Ich brauche sicher Platten. Ja, Platten habe ich glaube genug. Da brauche ich Beton. Okay, Beton und Platten, sehr gut. Das ist nicht schlecht. Ich nehme zwei Stacks Beton mit. Zwei Stacks Beton. Objektscan, ich muss schnell sortieren, das ist unglaublich. Und ich muss schnell Chat lesen. Es wird zumindest mein Auftritt aufgenommen. Okay, Melan, dann weißt du, was du zu tun hast, sobald das aufgenommen ist. Ich will das sehen. Also wenn du willst, kann ich das auch live on stream mal zeigen auf meinem Channel. He? Aber nur, wenn du willst. Ich kann keine Karriere starten, weil meine Kinder noch zu klein sind. Ich erfülle mir so einen Traum. Oh, das ist doch mega schön. Ich meine, ich finde das echt cool, dass du da machst. Dass du auch den Mut hast, das zu machen, he? Hat tatsächlich nicht jeder. Es gibt viele Leute, die denken, hey, ich glaube, ich bin schon noch lustig. So. Aber den Schritt machen sie nachher nie. Und wagen den Schritt auf die Bühne vor die Leute und das einfach mal machen. Cool. Aber Stefan, also im Real Life heisst der Florian, ist mein Mentor. Okay. Habe ich nicht gewusst, dass der Florian heisst. Was du mir mittlerweile mal. Nein, immer noch nicht wirklich. Also immer, ich habe es ein bisschen angeschaut, aber nie so eine ganze Show. Habe ich immer noch auf meiner To-Do-Liste, Melan. Wenn mein Auftritt gut wird, kann man es auch zeigen. Ja, würde ich auch so machen. Wenn es in die Hose geht, dann würde ich es natürlich auch niemandem Welle zeigen. Das ist ganz klar. Shit, bin verwirrt. Wo bin ich? Ja. Yeah. Wo bin ich? Wir laden ab, das da brauchen wir definitiv nicht. Ja, Schräubeli weiss ich noch nicht, ob wir es
müssen unterwegs dabei haben. Kabel ist gut. Das legen wir ab, das legen wir ab. Okay, ich glaube, der Rest ist, wir brauchen den Rest. Mobile Miner Check. Oh, was wir tatsächlich noch schnell machen könnten, sind ein paar Signalisatoren. Okay, easy. Brauche ich nur noch schnell ein bisschen Kupferdraht. Gut, da könnte ich eigentlich auch gerade schnell noch mitnehmen. Wie viel? 5. Da müssen wir ganz sicher nicht haben, das haben wir schon. Ich mache echt zur Sicherheit, mache ich schnell. Oh, was haben wir da? Organische Datenkapseln. Ach, wait a second. Aber die kann ich. Ich meine, die kann ich essen. Aha, medizinischen Zweck. Aber dann, das kann ich nicht mehr essen, oder? Organische Datenkapsel kann man nicht essen. Oh, what? Ich kann es da draus Biomasse machen? Nein, das ist nicht da, wo ich wette. Ich will jetzt noch schnell ein paar Kabel haben. Okay, ja, das ist gut. Ja, wahrscheinlich habe ich viel zu viele Sachen dabei. Wenn der Tag genommen ist, kannst du mir es jetzt sagen, wenn ich irgendetwas nicht mitnehmen muss. Aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Wir machen einen Scan. Wir machen einen Scan, bevor es zu spät ist. Was ist jetzt das da? Farben? Das ist okay. Wo ist der Scan-Button? Und ich frage mich gerade, was zum Teufel ist auch da schon wieder? Was ist auch da schon wieder gesehen? Ah, das sind die Objekte. Ah, das sind, glaube ich, Schnecken und so. Okay, der Chat fragt sich jetzt so, was Schnecken? Es gibt also Schnecken, die man sammeln kann, zum Sachen übertakt. Ich weiss, es macht null Sinn, wenn ich das jetzt so sage. Aber es ist wirklich ein Sinn. Ah, jetzt V. Okay, let's go. Kohle, wir scannen nach Kohle. 218 Meter ist aber nicht schlecht. Ich hätte das echt schlimmer erwartet. 639. Ja, das ist ganz klar, wo wir reingehen. 218 Meter, gehen wir in diese Richtung. Das ist ein bisschen sehr weit. Nein, das ist perfekt. Wir haben Kohle in der Nähe, Chat. Wow. Die Frage ist, haben wir Wasser in der Nähe? Wait a second. Wo ist das jetzt hin? Da ist es ja. Ja, das ist ja. Ich hab gedacht, da wird das Riesenprojekt. Jetzt wird gechillt hier. Gechillt wird. Was hast du davon? Was spielst du denn in deinem Stream das nächste Mal? Jetzt hier, WLAN, bei brack.ch oder auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal, also da bei brack.ch weiss ich es noch nicht. Auf meinem Kanal wird es Batman sein. Batman Telltale Series Episode 3. Genau. Da etwas knurrt. Autsch! Chillen. Schau mal! So schön. Ein Speckpilz. Die heißen, liebe Chat, Speckpilz. Das ist ein Pilz aus Speck. Sehr schön. Habe ich auch noch nie gesehen, dass die da so verkehrt rumhängen zum Abbau.
Das drehende Batman-Logo. Sehr nice. Ja, weil es mich angreift, Melon. Es versucht mich zu töten. das aber nicht. Die da, das ist alles easy. Easy peasy. Ja, harvested. Ich weiß nicht, wo es ist. Okay? No way! Chat, wir haben so viel Glück. Was haben wir? Kohle und Wasser zusammen. Und noch irgendwas hier. Let's go. Wow. Okay. Chillen schnell bitte. Ah, das sind die grusigen Dinger. Okay. Oh, ich mag mich erinnern an die. Hey, was ist da los? Ich sterbe da noch, weil ich es nicht im Griff habe. Ich müsste mich schnell vorbereiten auf Sterben und so. Wo ist er? Hier. Komm, da rein. Ich hasse Spinnen. Vor allem mit dem Spinnen. Das war jetzt aber nicht süß, Herr Melan, sind wir uns einig? Das war der Takt von Jingle Bells. Also übrigens, die verdammten Viecher, die können einem das Leben so richtig schwer machen. Kann ich das kaputt? Ja, okay, let's go. Genau so funktioniert es. Da hatte ich schon Erlebnis mit diesen Huren, mit diesen Wespen. Hey. Spinnen sind nicht so süß. Also, ich frage mich jetzt aber gerade, was ist da? Habe ich da nicht irgendetwas gesehen? Okay, never mind. Wo ist jetzt die Kalle genau? 57 gibt die. Nein, aber nicht da oben, oder? Ja, es ist 100% da oben, oder? Ja, es ist da oben. Ich glaube es nicht. Das heisst, wir müssen aufbauen. Das heisst, wir müssen mit den. Nein, wir müssen mit den Pipelines nicht auf. Wir können die Kalle runterbefördern, aber. Okay. Okay. Also, easy peasy. Aber da müssen wir zuerst ein bisschen bauen. Weil wir müssen raufkommen und wir müssen. Okay, nein, wir müssen nur noch einmal dort raufkommen. Das ist easy. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, müssen wir rauffahren mit einem Fahrzeug irgendwann ist vielleicht. Wenn wir uns auf den Fall schon vorbereiten, könnten wir tatsächlich. Ja, aber das ist. Da müsste ich die da bauen. Das haben wir ewig. Wenn wir eigentlich durch die ganze Map durch. Da. Also, jetzt muss ich schnell lesen. Kannst du keinen Helikopter bauen? Ich glaube, das geht's nicht. Da ist aber fast kein Wasser. Ohne Scheiß längt das nicht. Und übrigens, das Karusch grüßt sie wohl. Merci für den Input. Da ist besser stehen. Längt das Wasser in dem Fall nicht? Ich bin mir jetzt eben nicht sicher gewesen. Das Wasser kann ich nicht. Schnell schauen. Aha, du meinst so, ich kann nur einen Wasserextraktor bauen. Das ist eben da, wo ich nicht mehr weiss. Ich habe mich letztes Mal, als ich das gemacht habe, einfach immer noch aufgeregt. Aber ja, ich weiss, es braucht glaube ich ein bisschen mehr als einen Extraktor. Es sieht fast so aus. Und ich kann es schnell probieren. Einfach schnell freestylen. Ja, du hast schon. Ja, die sind gross. Das Karusch, wie viel brauche ich mehr als zwei Extraktoren, um das Kohlekraftwerk zu kühlen?
Ich kann ja einfach mal schnell zum nächsten Vorkommen gehen. Oder mal schauen, wo das wäre. Das ist da mal angeschaut. Ja, so das nächste wäre da. Wäre wieder weit weg. Aber ich kann mir natürlich das hier in die Richtung anschauen. 912 Meter. Ich gehe mal schnell schauen. Und in der Ebene hast du Platz für ca. 3. Es ist weiter nördlich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, du kennst dich da sehr gut aus. Weiter nördlich. Gut, wenn wir jetzt halt... Ja, weiter nördlich ist, sehe ich noch nicht. Wir haben hier so nordöstlich, glaube ich, etwas. Und hier haben wir etwas westlich. Das ist halt schon recht weit entfernt. Ich gehe mir schnell den hier anschauen. Lass mich in Ruhe. Nein! Ich gehe sicher noch drauf da bei dem ganzen Ding. Remission. Oh, ich habe kein Jetpack. So, da gehen wir schnell schauen. Wir kommen endlich schon noch recht schnell vorwärts. Einfach hier vielleicht nicht runtergehen und so. Da hat es sicher Schnecken. Ja, ist gut. Ist gut. Strom ist weg. Gut, jetzt haben wir, da können wir etwas abbauen. Das möchte ich jetzt also schon noch schnell gerne machen. He? Ist da, was, Skarus, was hast du wollen? Ich weiß nicht, was die Sternchen sind. Ist das ein Link gewesen? Ich werde das schnell angucken. Nein, was mache ich eigentlich? Mal, ist das richtig? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich werde hier schnell. Was möchte ich schnell machen? Caterium-Erz. New technologies can be developed based on this new technology. Gold-like element, primarily in power and electronics. A new research tree can now be accessed in the MAM. Sehr gut, ja. Und das ist mir genau gegangen, dass wir da schnell können. Muss wieder scannen. 200 Meter. Okay, wait a sec. Wow, was sind wir da? Was faucht mich da an? Ich weiß es nicht so recht. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof, hä? Ah, ist das in die Richtung? Okay, never mind. Da kann man es wieder ummachen. Ich darf auch nicht runtergehen. Ah, da ist es ja. Aber das ist auch doof. Da haben wir ja erst recht kein Wasser. In dieser Kalle musst du einfach sehr weit zum Wasser. Ich glaube, die Kalle, letztes Mal, als ich das gespielt habe, die haben wir dort auch schon gehabt. Und dann, das ist das erste Mal, wo wir dann eben Wasser gebraucht haben. Da sind wir, glaube ich, wir haben gemeint, wir können irgendwie bei den Wasserfällen gehen, Wasser abbauen, aber das ist natürlich nicht gegangen.
Aber nochmals, Karusch, brauche ich 2 Extraktoren für 1 Kohlekraftwerk? Das müsste ich noch schnell wissen. Hey! Hey! Was haben wir hier überhaupt? Ist das ein Limestone? Oh! Habe ich Kumpel drin? Drei Wasser. So, was? So 8 Kohlekraftwerke. Ja, aber ich könnte ja theoretisch, ich meine, für den ersten Schritt schon mal dort bauen. Ich kann einen Extraktor machen und kann in dem Fall mit dem sicher das eine Kohlekraftwerk kühlen. Wenn ich das richtig rechne. Sonst musst du es jetzt sagen, wenn die Rechnung nicht aufgeht. 150 Megawatt oder so. Ja, gut, das stimmt. Ich mache jetzt das auch mal. Ich werde eigentlich auch eher mal euch Chat zeigen, wie denn das Ganze funktioniert. Und ich denke, für den ersten Schritt können wir das schon machen. Und sollten wir weiter ausbauen, was wir ja eh machen. Shit, ich muss immer nicht da, oder ich muss zurück zum Hub. Dann können wir es ersetzen. Ja, I know. Aber gleichzeitig stellt man eh alles immer wieder mal auf den Grind. Aber wir haben auch, das letzte Mal, als wir gegamet haben, haben wir irgendwie gefühlt, über die halbe Map ist unsere Base gegangen. In der Luft. Also ja, irgendwann ist muss grösser denken. Oder eben je nachdem schon recht früh. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt das einfach mal schnell. Ich kann euch sagen. Das gefällt mir gar nicht. Das hat jetzt niemand gesehen. Schwebende Fundament. Ich mache jetzt das einmal so. Ich nehme jetzt hier, was vielleicht nicht so geeignet ist. Wir können nur noch einen Extraktor reinbauen, aber wir haben oben Kohle. Wir werden mal dort schnell unser erstes Kohlekraftwerk realisieren, damit wir sehen, wie es funktioniert. Und. Genau. Dann schauen wir ab dort weiter. Das heisst, ich muss jetzt endlich hier noch schnell aufbauen. Ich muss jetzt. Ich habe das Gefühl, es greift mich gerade etwas an. Ich muss endlich noch mal schnell aufkommen. Oh, das war gerade falsch gewesen. Oder ist es richtig gewesen? Ich sehe es fast nicht. Das war schon richtig gewesen. So war's. Sieht komisch aus. Geht auch der Zup-Modus endlich an. Zup. Das geht auch, okay. Geil. Also wenn du schon ein Kohlekraftwerk baust, hätte ich gerne noch so... Ja, der Pini, das kommt dann eben schon noch. Ich habe letztes Mal schon gesagt, also da... Wir verschmutzen da wirklich die Umwelt. Dann hast du noch nuklearen Abfall und so Zeug, oder? Wow, ihr Lümmels. Ja. Was können ihr auch schon wieder? Nein, es war... Wow. Okay, ich kann mich runterrammen. He? Und ich kann nicht schiessen. Und du kommst da hin. Das ist gar nicht gut. Ich bin tot. Wie viel haltet ihr aus? Schnell heilen. Schnell heilen. Ja, du Lümmel. Und wann?
Gut, da wären unsere Kohle. Ja, wir haben es zu Nuklearkraftwerk. Die hat es das letzte Mal, als ich es gespielt habe, gar noch nicht gegeben. Die hat es noch nicht gegeben. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, ist genau so ein Kohlekraftwerk dazugekommen. Die Änderung ist dazugekommen, dass man Wasser braucht, um Kohlekraftwerk zu kühlen. Das ist ein bisschen mühsam. He? Kannst du dir das vorstellen, Skarusch? Wenn du überall deine Kohlekraftwerke hast und dann plötzlich heisst es so, damit die laufen, brauchst du jetzt noch Wasser. So, okay, shit. Und hast weit und breit nie noch Wasser, je nachdem. Ja, nein, wir brauchen nicht Kohle, wir brauchen eine Weine. So, und jetzt muss ich schnell überlegen. Bisschen überlegen. Wasser ist da unten. Ja, easy peasy. Wir gehen mit den Kohlen runter. Ich weiss nicht, ob ich selbst Fundament baue oder nicht. Ich bin eigentlich immer der, der noch Fundament baut. Vor allem im World Grid innen. Falls wir irgendwann das Ganze verbinden. Wait a second. Was ist jetzt genau das World Grid? Ist das World Grid, wo ich da gerade... Ja, das müsste schon sein. Ich werde auch hier schnell ein paar Fundamente haben, weil es einfach schöner ist. Und dann gehen wir hier runter. Da ist doch irgendeinem Wasser, oder nicht? Wo ist das Wasser? Da hinten? Ich sehe es nicht. Warte noch, die kommen wieder. Nein, no! Das Beste ist E-Turbo-Brennstoff. Ich gehe mal meine Kinder einsammeln. Hab Sorge miteinander, bis zum nächsten Mal. Melan, hab auch Sorge. Schön, dass du dabei bist. Noch einen schönen Abend, Melan. Ja, ja, I know. Bitte auch den Miner ausrichten. Das Problem ist, ich weiß nicht, er ist zu hoch. Er ist wahrscheinlich zu hoch. Oder nicht? Wait a second, aber ist... Aha, mal, das stimmt. Das stimmt schon, oder? Ich glaube, es stimmt. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich muss schnell überlegen. Wir müssen zuerst mal einfach runter. Und für das muss ich schnell die Ansicht gefunden haben. Sonst weiss ich nicht, wie ich muss bauen muss. Ich hätte schon hier schon direkt können, von dort aufbauen. Aber endlich können wir ja mit Laufbändern noch einen Grad runter. Wir könnten natürlich auch sagen, wir machen das Ganze hier in dieser Region. Ich muss nochmal schnell das Wasser gehen, begutachten. Wir können schon mal den Extraktor bauen. Das ist easy. Wir haben halt hier ein wenig Platz. Kann ich den Wasserextraktor auch auf Fundament bauen? Ich weiß nicht mehr, ob das geht. Nehmt jetzt schon noch schnell Wunder. Ich probiere jetzt hier schnell. Für all die, die schon wissen, ob es geht oder nicht, fragt euch. Ihr denkt jetzt sicher an Night Troy, what are you doing? Also das machen wir so, wenn man Wasser findet, wir bauen das Wasser zu. Wasser brauchen wir nicht. Mal schnell schauen. Wasserextrakt. Ja, ja, das geht natürlich nicht. Das muss direkt im Wasser sein.
Ja, snap nicht einmal. Geht nicht, geht nicht. Okay, nehmen wir wieder weg. Also, machen wir das unkompliziert. Wasserextraktor. Wir gehen in die Richtung raus. Let's go! Und nachher machen wir aber Fundament. Nachher muss es. Ah, gut, ich hätte es jetzt natürlich vielleicht noch so können ausrichten können. Damit es irgendwie gut ausgesehen hat. Ach, shit. Okay, wir machen es so. Gut, das ist etwa die richtige Höhe. Ich brauche immer meine Fundamente-Chat. Die brauche ich immer. Das ist im Weg. Es ist im Weg. Die Natur ist im Weg. Oh nein, ich habe keinen Treibstoff dabei. Verdammt! Okay, never mind. Ich werde den noch schnell ein bisschen schöner ausrichten. Perfektionismus. Gut, kann ich es überhaupt? Ist das besser aus? Ja, nein, das ist besser ausgerechnet. Und dann würde ich sagen, wir machen hier unsere Pipelines nachher machen. Das heisst. Ja, das müsste in Ordnung sein. Das hier wäre gerade gewesen. Hä? Das wäre gerade gewesen. Wait a second. Ich hole es jetzt nochmal ab. Chat. Ich bin nicht zufrieden. Das muss einfach richtig sein. Ich klicke hier ein bisschen häufig um. Ich muss das schnell auf meine Quickbar nehmen. Was brauche ich denn? 5. Pimp. Also, let's go. Das ist mal Part Number One. Wo gehen wir hin mit dem Ganzen? Ja, ihr schaut mich schon an, he? Ihr Lümmel. Ihr wollt mich fressen. Jetzt nehme ich Beere in die Hand. He? Ihr wisst, was da. Wow! Das sind die Spuckenden. Oh, verpasst. Autsch, 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 autsch. Ja! Sieht da wunderschön aus, da wunderschön. Okay. Ich werde noch mal schnell schauen. Wie hoch kann man da sein mit dem? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wie ihr merkt, wenn ich das lösen soll, wo ich alles bauen soll. Ich mache es jetzt nochmal anders. Chat, ihr müsst schnell Geduld haben mit mir, I know. Okay, Base ist auf dieser Höhe. Dann ist es eigentlich scheissegal. Jetzt entschieden, dass hier unsere Fundamente hinkommen. Das heisst, ich muss sicher. Wie viel,
Ich brauche eine Pumpe, damit ich da sicher auf die Höhe raufkomme. Wahrscheinlich. Das weiss wahrscheinlich das Karusch besser. Wow, okay, das irgendetwas geht nicht auf. Was geht nicht auf? Spieler ist im Weg. Ist gelogen. Ah, oh, 10 Meter ohne Pumpe. Ja gut, dann hätten wir, glaube ich, kein Problem. So, jetzt machen wir das so. Also. Wir können unten noch schnell zu. Der Baum ist einfach im Weg. Der Baum ist einfach im Weg. Ist mir jetzt egal. Wir bauen in den Baum rein. Da haben wir ein bisschen schwebend wahrscheinlich, aber egal. Das können wir noch einen beheben. Gut, und hier gehen wir sogar weiter. Aber was wir jetzt haben, ist ein bisschen Fläche, wo wir etwas drauf bauen können. Let's go. Also, das heisst, jetzt muss ich hier noch mal schnell schauen. Ja, perfekt, perfekt. Das ist genau das, was ich hier wollte schauen. Und tu ein Snappen. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, ob es aufgeht. Wahrscheinlich geht es nicht auf. Wahrscheinlich geht es nicht auf, oder? Die Frage ist, spielt es eine Rolle? Geht es so? So geht es wieder auf. He? Hi, sorry. Super. Der verdammte Baum ist im Weg. Ah, die Bäume hei. Weg mit diesen Bäumen. So, aber ich glaube, das ist nicht, das kommt nicht schlecht. Dann kann ich leben. So, das heisst, hier geht es runter. Da kommt unser Wasser. Das machen wir nochmal schnell. Ist das jetzt allein? Sehe ich das richtig? Das müsste allein sein. Machen wir das schön. Machen wir es schön, hä? Ich finde es geil, dass es jetzt blau ist, oder? Und sieht euch das gut aus? Ich kann die Höhe ziehen. Scheiße. Nein, nicht angled. Ah, oh, aber der dafür. Der dafür. Okay, das ist eigentlich da auch nicht gesucht. Das ist true. Angled, let's go. Also 10 Meter in die Höhe geht es ohne Problem. Das ist weniger als 10 Meter, wenn ich mir das so anschaue. Und dann ab da schauen wir weiter.
das heisst. Wir machen uns noch schnell. Geht noch mal schnell rauf. Bauen hier runter. Wobei, ich könnte eigentlich auch aufbauen. He? Ja, ich könnte definitiv auch aufbauen. Machen wir hier schön mittig. Da. Ja, MK2 ist ein bisschen früh. Kann ich immer noch upgraden, wenn es muss sein. Ich weiß gar nicht, ist das von der Höhe her direkt gut? Das ist schon so sehen, oder? Ja, das sehe ich jetzt natürlich nicht. He? Das sehe ich nicht. Mach jetzt da. Wie mache ich jetzt da? Ich muss es gleich von oben dann einmal machen. Aber egal. Gut. Oh, wait a second. Ist das jetzt der verkehrte Weg rum? Ich glaube, jetzt ist es der verkehrte Weg rum, richtig? Ich glaube, ich muss oben anfangen und unten aufhören. Weil das hat eine Richtung. Das ist unser Splitter hin und von oben hin machen. True. Splitter ist eh sehr. Ja, wir brauchen eh einen Splitter. Ja, ja, du hast schon recht. Das ist jetzt eh verkehrt. Das ist eh verkehrt. Aber das ist eine gute Überlegung. Ein Splitter brauchen wir früher oder später sowieso. Weil mit dieser ganzen Kohle. Also, man hat mehr Kohle, als das wir brauchen für ein Kraftwerk wahrscheinlich. Das heisst. Schnell überlegen. Brauchen wir noch Platz? Machen wir schnell hier Splitter rein. Theoretisch sollte es dann hier irgendwie snappen können. I guess. Darf ich jemanden von prag.ch was fragen? Jemand da? Also ich bin hier. Ich bin da, aber Pini, sonst frag doch mal rein. Ich kann dir nicht garantieren, dass jemand rum ist. Das ist ja auch doch schon relativ spät. Wir tun hier noch schnell vorbereiten. Wir tun das Kraftwerk an, einen Kohlegenerator. Und jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt muss ich schnell gucken. Okay. Okay, das ist perfekt. 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 Alles gut. Einfach was jetzt nicht. Okay, so. Ich sehe so wenig. Das ist ein bisschen doof. Der Theorie. Nein, das ist viel zu lang. Das ist viel zu lang. Also, machen wir das so. Wir machen das schnell. So. Jarex, grüezi Jan! Lieber Nachbar! Alles klar? Alles gut bei dir? Wie geht's dir? So, jetzt mache ich das schnell so. Ich finde das Zeug nie da. Also eigentlich, was mache ich eigentlich? Ich kann hier so einen stehen, oder? Jetzt kann ich es mit dem snappen. So wäre es richtig, oder? Ist mir jetzt egal, ist so wie es ist. So wie es ist, ist es. 5. Jetzt habe ich es richtig angemacht. So. So, kein hier. Let's go. Und ja, jetzt komme ich. Jetzt komme ich nicht drüber. Das ist wieder Zeug, oder? Das ist wieder Zeug. Das stört mich jetzt einfach enorm. Nämlich machen wir das halt so. Oh. Das macht keinen Sinn, oder? Das macht keinen Sinn. Das sieht schlimm aus. Nein, es sieht nicht schlimm aus. Mit dem kann ich leben. He? Mit dem kann ich leben. So, jetzt machen wir. MK1 müsste länger. Ja, wir können es wieder schön machen. He? Machen wir es schön. Ich lese noch einen gerade den Chat. Mm-hmm.
So, jetzt gehen wir schnell rauf und ich lese noch schnell den Chat. Also nur kurz, ich habe keine Ahnung von Xbox. Ui, der hat aber keine. Was ist die neueste Version und habt ihr die Halo Edition? Eventuell suche ich falsch. Shit. Kann ich dir da, ich kann dir glaube nicht helfen, Pini. Wenn jemand da ist, he, liebe Brack-Mitarbeiter, bitte schnell der Pini helfen. Warten wir schnell ab, vielleicht ist jemand rum. Ich bin wieder mal lost. Yannex, das hast du ganz klar rausgesehen, da aus meinem Gameplay raus. Ui, das Karusch. Okay, du meinst die Konsole Xbox Series S oder größer? Das Karusch, ja gar nicht. Wer bist du eigentlich, das Karusch? Wer bist du eigentlich? Gar nicht gewusst, dass du da ein Mitarbeiter bist. Also gut. Also, Förderlift MK1. Nicht runtergefallen. Nein, ich bin wieder falsch unterwegs. Ich muss von A nach B. Und nicht von B nach A. Das heisst, wir sind mittig gewesen. Das heisst... Kann ich's? Das heisst, theoretisch, wenn wir es so haben. Das wäre die Idee. Mittig. Gegenüber. Das ist alles geil, oder? Das ist alles geil. Wieso geht es nicht? Okay, ich habe das Prinzip wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden. He? Chat, ich schaffe das schon. He? Ein bisschen Vertrauen. Okay, das geht natürlich nicht so, wenn ich da bin. Kann ich das so machen? Kann ich noch dem snappen? Oh! Ui! Okay. Let's go. Es ist... What? Ich bin nicht in der Mitte. Niemand gesehen. So, nochmal das Ganze. He? Moment noch schnell. Eins rein und das sollte gehen, oder? Come on, please. Ich weiss, wir können es schon machen, wenn es geil ist. Das ist da, wo ich will. Wenn es geil ist, ist es... Okay, es funktioniert, aber irgendwie überschneidet sich so. Aber das müssen wir haben. Puh! Wir haben auch schon zusammen geschafft. Okay. Interesting. Jetzt muss ich hier noch schnell schauen. Den habe ich jetzt natürlich auch verkehrt hingebaut. Den könnte ich auch noch schön hinbauen, oder? Da oben muss ich ja sonst eigentlich nichts mehr haben. Das heisst, ich lohne auf dieser Seite raus, mache halt hier schnell ein bisschen Zickzack und so. Dann kann ich leben. Ich glaube, ist auch, machen wir Freestyle? Nein, machen wir nicht. Wir können es, logischerweise, ja. Aber ich habe das lieber einmal so ein bisschen geordnet. Das heisst, wir machen es circa so. Okay. Kommt gut. Jetzt etwas ganz Wichtiges. Ich bin da nicht im Grid drin. He? Also da oben schon mal, aber der Aufgang natürlich nicht. He? Ah ja, klar. Was? Ist nicht im Griff. Okay. Ich muss Ctrl drücken, ich mag ihn.
Also, das machen wir nachher schnell neu. Jetzt im Moment brauchen wir es, glaube ich, nicht. Gut, also. Haben wir noch Zeit? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich kann leider nicht mehr allzu lange, aber vielleicht bringen wir das verdammte Ding noch zum Laufen. So wie gut, so weit gut. Das heisst, wir brauchen Strom. Wir produzieren hier Strom. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Das heisst, wir müssen schnell... Müssen wir jetzt hier schnell Strom hier raufziehen? Und hier brauchen wir ja auch noch Strom. Oh nein! Das ist so der Teufelskreislauf. Das ist der ultimative Teufelskreislauf, den wir jetzt hier haben. Wir brauchen Strom, damit das Wasser kommt. Erst wenn das Wasser da ist, überlebt das Kohlekraftwerk. Erst wenn das Kohlekraftwerk läuft, haben wir Strom. Müssen wir Stromleitungen ziehen, schnell. Weil es ist jeder Strom rausgeflogen. Haha, shit. Müssen wir einen Biomassengenerator bauen? I don't know. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Das Karusch kann mir sicher helfen. What would das Karusch tun? Wir bauen hier nochmal schnell ab. Schön durch den Baum durch. So, okay. Silver One, grüezi übrigens. Aber so, das habe ich jetzt eben auch gedacht. Ich baue mir schnell einen Biomassengenerator als Starter. Und dann lohne ich dann auch dort für die Fälle, wo ich plötzlich keinen Strom mehr habe. Das ist genau so ein Teufelskreislauf. Da habe ich mich so aufgeregt. Dann ein Element schnell irgendwie keinen Strom mehr. Und dann hört es nicht auf mit dem Problem. Und für das brauchen wir eigentlich so... Wir können hier natürlich auch... Es gibt, glaube ich, einen Energiespeicher. Ich glaube, wir können irgendwann unseren Anlasser durch einen Energiespeicher ersetzen. Irgendwie so. Aber wir machen das schnell. Wir machen hier oben. Ich hoffe, Mama, das sollte schon gut sein. Hier oben, auf dem Baum, aber genau. Jetzt soll die Motorsäge genau ausrüsten. Oder einmal Treibstoff dafür. Schnell überlegen. Endlich machen wir es hier. Wir machen es hier. Das heisst, wir gehen nachher oben. Wir haben hier Strom. Das heisst, haben wir schon etwas anderes als... Nein, wir haben auch nur einen Strommast MK1. Das ist alles, was wir haben. Das ist das jetzt halt einfach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Strommast zu viel mache, aber egal. Jetzt einfach mal alles verbinden. Gut, du gehst nach einem runter, du gehst zu dem. Und... Und wir können auch natürlich das gleiche Stromnetz reinnehmen, ja. Aber zuerst brauchen wir hier noch einen Mast. Ich glaube so, ja. Gut, und dann gehen wir noch mit dem Strom hier rüber. Kann ich? 3 Blätter. Ich habe 3 Blätter. Ein bisschen wenig. Schnell auf die Uhr schauen. Stress! Sehr gut, du brauchst 25 Megawatt zum Starten. Let's go. Ich muss auch noch schnell ein paar Biomassentabletten machen. Wobei, ja mal, vielleicht eben schon. He? Also die Blättchen lang. Jetzt mache ich hier noch schnell das. Let's go! So. Also, Strom wäre so weit verbunden. Ich hole mir noch schnell keinen Treibstoff. Oh, wait a second.
muss schnell alles durchlesen. Einfach den Strom vom Kohlekraftwerk nirgends benutzen, dann mit der Biomasse die Pumpe anlassen. Aha. Das heisst, wir verbinden die noch nicht. Wir schauen zuerst, dass wir hier Wasser drauf haben, dann schliessen wir Strom. Also wir schauen, dass wir Wasser drauf haben, dass Kohle hier in den Startlöchern ist. Dann schliessen wir ihn an. Ja, das wäre die Idee. Mobile Crafting Station und Panzer durchlassen. Es gibt eine mobile Crafting Station, verdammt. Also ich könnte natürlich auch einfach eine Crafting Station bauen. He? Das könnte ich natürlich auch machen. Wo war das? Hallo? Werkbank. Easy, jetzt machen wir hier schnell eine Werkbank. Panzer durchlassen. Jetzt. Jetzt. Let's. Nein, das ist nicht da, wo ich nicht. Kann ich Panzer nicht verarbeiten? Bin ich noch nicht so. Hä? Komm nicht raus. Das kann ich machen. Vier Stück. Da will ich jetzt nicht. Ich will da sicher nicht das Zeug verbrauchen. Aha, ist das neu dazwischen? Ich muss es so machen. Also ich muss die verbrauchen. Okay, weißt du, dann mache ich das. Let's go. Komm ja schnell wieder dran. Gut. Merci, Skarus. Danke, danke. Ich schaue schnell, es ist 1 ab 6. Ich werde es noch schnell zum Laufen bringen. Nein, ich muss allerspätestens um 20 Uhr muss ich los. Ja, nächster Termin. Privater Termin. Stimmt, kann ich auch. Ja, jetzt tun wir hier mal schnell. Wir tun jetzt alles schnell verarbeiten. Wir lassen nachher den Biomassengenerator dort, wo er ist. Falls wir ihn wieder mal brauchen. Ja, keine Protein kann ich hier machen. Der Länge 100. Ja, komm, das muss mal schnell lang. Da nicht zu viel Zeit vergeuden. Das machen wir jetzt noch schnell. Also, wir gehen noch mal schnell rauf, hauen unser Zeug rein. Und dann sollte es eigentlich schon losgehen, oder? Dann hätten wir unser Ziel von heute noch erreicht. Nämlich Kohlenstrom. Es ist noch nicht ganz das Netz hier integriert und so weiter. He? Let's go. 25 Megawatt. Wir produzieren Kohle. Come on, come on, come on. Zeig mir die Kohle. Keine Kohle. Ach ja. Yeah. Also, let's go. Kohle kommt raus. Wir pumpen gleichzeitig aber auch Wasser. Mal schnell den Stromkreislauf anschauen. Okay. Also. Kohle kommt. Und die Splitterin wird noch nicht gesplittert, das ist egal. Und, ganz wichtig. Das ist jetzt immer das da, wo ich echt an der Mühe habe. Aber das Wasser geht rauf, das ist das Wichtige. Das Wasser muss hier in der Pipeline, so wie hier, ganz oben sein. Dann haben wir kein Problem. Okay, es ist oben. Alles gut, alles gut. Das heisst, wir können jetzt theoretisch noch schnell warten, bis der hier voll ist. Aber ich glaube, ich könnte jetzt
endlich schon das Ding anhängen. Und dann geht die Post ab, oder? Ja, müsste ja endlich sein. Ich muss nicht warten. Ich muss nicht warten. Sonst merke ich es. Oh yeah, baby. Oh yeah. Very nice. Das gefällt mir. Also unsere Stromproduktion ist zum Laufen gekommen. Ich frage mich jetzt gerade, den Biomassengenerator kann ich jetzt aber abstellen? Oder müsste ich eigentlich abstellen? Weil der dient eigentlich nur dazu, für den Moment, wo ich wieder aus dem Teufelskreislauf rauskomme, oder? Das heisst, Biomasse brauchen wir jetzt nicht mehr. Kann man schön sparen, das Zeug. Mhm. Mhm. Also, let's go. Dann würde ich sagen, nächstes Mal tun wir das integrieren, also verbinden da mit unserer Base. Dann haben wir ein bisschen mehr Strom. Das heisst, wir können hier oben ein bisschen ausbauen. Wir haben schon Fabrikator, den tun wir aber nur anlassen, wenn wir ihn wirklich brauchen. Ich glaube, wir können hier die Automatisierung ein bisschen vorantreiben. Zwei. Vielleicht mehr Fabrikatoren bauen. Ja. Kommt gut. Genau. Ich lasse ihn stehen. Lasse ich definitiv stehen. Das ist okay. Gut, ich gehe nochmal schnell zurück in die Base. Yay! Geil. Ja, ist cool. Ich finde es cool, dass wir das Projekt jetzt doch noch durchgebracht. Ich habe schon Angst gehabt, dass es nicht reicht. Uiuiui. Da steht auch alles still, oder? Wieso steht das? Ah, weil wir Chat, ich könnte eigentlich wirklich noch schnell den Strom verbinden, oder? Fuck, ich mach das noch. Lieber Chat, ich mach jetzt das noch. Ich kann da nicht einfach meine Anlage jetzt so verlassen. Es ist endlich der richtige Moment, sonst ist der Strom ja wieder ausgegangen. Und jetzt ziehen wir den Strom drüber. Ganz einfach. Ganz einfach. Ein paar Minuten habe ich noch. Ich brauche sicher noch ein paar Fundamente. Mal schnell schauen. Oh, okay, mal stehen. Was ist das für eine Höhe, die wir hier haben? Okay, irgendetwas zwischendrin auf jeden Fall. Schnell überlegen. Ich möchte das endlich schon gerne weiterziehen. Es ist halt einfach so, wie es ist. Das heisst, wir gehen hier weiter. Ja, das ist... Eigentlich möchte ich es noch verbinden. He? Aber ich weiss nicht, das kostet mir jetzt ein bisschen viel Zeit, wenn ich das auch noch mache. Okay, ich kann direkt. Mit der Stromleitung kann ich auch Strommesh bauen. Also, wait a second. Aha, ja. Jetzt habe ich es begriffen. Wo ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig bin, wie mache ich das da? Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen. Muss ich es schön haben? Muss ich es nicht schön haben? Ich bin endlich für schön, aber ich habe keine Zeit für schön. Das heisst, ich mache es nicht schön. Nein, jetzt baue doch das Ding an. Nein! Das ist das Falsche. Ich glaube, ich muss aufhören. Es funktioniert nicht mehr, oder? Ich mache es unschön. Ah, ja, das ist true, hä? Das ist true. Ich sehe, ja. Einfach ein riesen Vieh auf der Base, true. So. Also, wir machen jetzt
Wir nehmen das hier. Ich muss schnell überlegen, macht das überhaupt Sinn? Nehmen wir es von da oben? Nehmen wir es von da oben? Nehmen wir es von da unten? Wieso nehmen wir es nicht von da unten? Es spielt eigentlich keine Rolle. Das ist scheißegal. Ich nehme es von unten. Ich nehme es von unten. Ja, das ist die Überlegung. Hä? Die Frage ist. Gut, ich mach's jetzt auch schnell da rein. Und ab da. Das müssen wir irgendwie schöner haben. Ab da tue ich eigentlich Freestyle. Jetzt nicht anschauen, Chat, für alle Perfektionisten. Jetzt müsst ihr schnell wegschauen. Jetzt wird einfach drüber gezogen. Knallhart. Habe ich da noch 4 von 4? Ja, das ist jetzt genau das Problem. Hä? Das heisst. Schnell überlegen. Ja, unser Stromdings da, Konzept, das ist eh recht schlimm. Da könnte ich definitiv besser sein. Haben wir da nicht noch einen, der frei ist? Es schießt mich an, ich muss jetzt hier echt schnell einen Strommasten bauen. He? Muss jetzt sein. Mit was haben wir da verbunden? Ich muss das nachher noch irgendeinmal noch besser, wie gesagt, Chat, bitte. Bitte jetzt einfach nicht hinschauen. Es ist unglaublich wüst, was ich jetzt hier mache. Ach schon? Aha, das habe ich im Fall nicht gewusst. Schon? Oh, what the hell? Das habe ich eigentlich nicht gewusst. Okay, doch. Merci, Skarusch, das ist für nächstes Mal definitiv nützlich. Aber jetzt sollten wir endlich. Wait a second. Ja, ist alles gut, oder? Alles gut. Wir laufen auf Kohle. Wir laufen auf Kohle, lieber Chat. Ziel erreicht! Kohlenstrom, Umwelt verschmutzen, Step 1. Wow! Produktion läuft wieder. Pini, es ist soweit. Jetzt wird auch deine Xbox wieder produziert. Ja, Win-Win-Situation. Nur die Umwelt hat verloren, aber. Tja. Ist jetzt halt leider so. Okay. Übrigens, Pini, ich weiss, hast du da unsere Base schon mal so ein bisschen gesehen? He? Wir haben hier automatisiert und so. Wir bauen hier Erz ab. Ich gehe das schnell durch. Für all die, die es noch nicht gesehen haben, wir bauen hier Erz ab zweimal. Wir haben doch immer noch so einen Puffer, der für nichts ist. Das ist halt einfach drin. Wir tun das Erz. Das Eisenerz zu Eisenbarren machen, zweimal. Wir können das jeweils wieder aufsplitten, einmal. Und das heisst, wir können 4 Konstruktoren beliefern, die verschiedene Teile herstellen. Dann wird das jeweils einmal eingelagert, doppelstöckig. Bei den Schrauben gehen wir sogar aber eins weiter. Bei den Stangen gehen wir eins weiter und machen Schrauben daraus und dann es hier einlagern. Das ist so, da wo wir Raffik haben. Wir sind noch ganz am Anfang grundsätzlich. Hier haben wir noch Kalkstein, der abgebaut wird. Und hier wird unser Beton eingelagert, das rauskommt. Und hier verarbeitet. Also Kalkstein wird hier verarbeitet zu Beton. Einfach über die Produktion springen. So, lieber Chat, das war's. Ich mache gerade noch schön einen Autosave. Ich mache jetzt aber noch schnell einen manuellen Save. Spiel speichern. Brack.ch Stream. Überschreiben. Let's go! Geil. Huh, nice! Hat Spass gemacht, lieber Chat.
Heute ist es ein bisschen später geworden, weil ich später angefangen habe. Aber hat unsere Mission geschafft. Gell? Das heisst, nächstes Mal können wir wirklich ein bisschen ausbauen. Ich muss aber auch noch schauen, ob es nächstes Mal vielleicht noch ein anderes Spiel gibt. Wie gesagt, wir sind am schauen, ob wir vielleicht Monkey Island spielen, das Neue. Ja genau, ja, du meinst einen Bossfight jetzt, ne? Das gibt es nur auf meinem Channel, gibt es nur auf meinem Channel. Genau, und da sind wir auch schon beim Thema. Muss ich auch noch schnell machen. Liebe Chat, merci, dass ihr da sind und ich habe es vorhin angeschaut. Am Freitag gibt es übrigens wieder Gameplay hier auf brack.ch auf unserem Channel mit der Steffi. Freitag 14 Uhr. Genau, müsste 14 Uhr sein. Gibt es noch ein Gameplay? Ich bin mir nicht mehr sicher, was die Steffi sagt. Sie hat mir es gesagt, aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber schaut auf jeden Fall rein. Macht immer Spass, auch bei ihr. Und dann, mich gibt es ganz normal am Mittwoch wieder, nächste Woche. Wenn ihr mich aber früher schon wieder gesehen habt, ich streame auf meinem privaten Channel twitch.tv/treuhammeren. Link im Chat. Jeden Samstag. Und wir sind dort aktuell an Batman Telltale Series dran. Genau, also wenn ihr dort reinschauen wollt, das würde mich natürlich riesig freuen. Tschüss, du Schlüppi, hab einen schönen Abend. Pini, ich wünsche dir auch ganz einen schönen Abend. Schön, dass du dabei gewesen bist. Skarouche, Silver One, wer war noch? Janex hat auch noch schnell eine reingeschaut. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Melan natürlich. Schön, dass ihr da gewesen seid. Techie, wenn ich jemanden vergessen habe, I'm so sorry. Aber lieber Chat, schön, dass ihr da gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht. Entweder mit Satisfactory oder etwas anderem. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und eine ganz schöne Restwoche. Tschüss miteinander. Bye, bye.